Es läuft schon. Markus, bitte. Ja, also fangen wir an. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Und jetzt hier auf YouTube. Bist du bereit? Nein, ich wollte noch mal ein Buch fertig lesen. Es hat nur 800 Seiten. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 70 von Mr. und Mrs. Clear. Ich tue jetzt nicht so überrascht, dass wir es Folge 70, aber es ist crazy. Es ist Folge 70. Es ist tatsächlich Folge 70. Das hat übrigens urgut funktioniert mit ich tue nicht so, als wäre ich überrascht. Super hat das funktioniert. Danke. Gerne. Gut, Markus. Christel. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über die Frauen, die uns geprägt haben. Ja, eine urschöne Geschichte aus der aktuellen Woman. Und ja, magst du anfangen? Soll ich anfangen? Nein, ich fange an. Okay. Ich würde gerne anfangen mit meiner Mama. Egal, oder? Die Mama ist sowieso Nummer eins. Ich bin der Meinung, dass meine Mama eine absolute Maschine ist. Ist sie wirklich? Ja. Wenn du als quasi nicht Deutschsprechender in den 80ern hierher kommst, vier Kinder auf die Welt bringst, Gott weiß, wie viele Jobs machst, an Krebs erkrankst, den Krebs besiegst und noch die ein oder andere Krankheit hast und dann deinen Mann verlierst und einfach noch stehst und dein Leben lebst, bist du in meinen Augen einfach eine Maschine. Und ich glaube, meine Mama ist die Beste. Und wir haben dasselbe Sternzeichen. Und sie hat einfach vier Kinder großgezogen aus den allen, was war. Nein, aus den allen, was so anders. Aber das ist so wie du. Ja. Ja, das ist schon ganz cool. Also, das hat mich sehr geprägt, das hat mich sehr motiviert. Ja. Das ist mal die coolste von allen. Ja, bei mir ist es auch die Mama an erster Stelle. So wie viele Familien sind wir Scheidungskinder. Und die hat einfach zwei verrückte, junge oder heranwachsende Männer großgezogen. Ja, sie hat das richtig gut gemacht, weil es hat uns nie an etwas gefehlt. Sie hat sich immer darum gekümmert. Sie war einfach da. Ja, und das Coolste ist, finde ich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Mutter hat uns jahrelang das Gefühl gegeben, dass wir alles haben, was wir brauchen, obwohl es uns an allen Ecken und Enden an irgendwas gefehlt hat. Aber wir hatten nie das Gefühl. Das finde ich unfassbar. Ja. Wer noch? Dicht gefolgt daran, du. Oh, aber ja, es gibt uns einfach in unserem Leben schon 20 Jahre, gell? 20 Jahre und das hat mich 20 Jahre geprägt. Nein, das hat mir einfach urviel, das hat mir einfach wirklich viel mitgegeben. Du bist einfach die Person, die so viel für ihre Träume tut, dass mich das jedes Mal extrem mitreißt und ich mir denke, bist du deppert, was du alles auf die Beine stellst? Mhm. Ja. Nach der Mama bist das du gleich. Was ist, magst du mir heiraten? Ja, okay. Okay, passt. Mach mal. Bei mir, ich glaube, meine Schwester. Die Rita ist auch so eine orge Frau, aber orge im guten Sinn. Wir hatten nicht immer das beste Verhältnis. Umso besser verstehen wir uns jetzt. Wir haben denselben derben Humor. Meine Schwester ist urgescheit. Wenn ich irgendein Problem habe, gehe ich tatsächlich immer zuerst zu ihr. Und meine Schwester ist halt, was dieses Wirtschaftliche und das Politische angeht, so gescheit. Und sie erklärt mir dann immer die Ursachen und das ist so cool. Und sie ist halt einfach die große Schwester. Die prägt einen, ja. Ist cool. Und ich habe halt ihr ganzes Alters beantragen müssen. Aber ansonsten ist sie einfach die coolste. Ja, was ist bei dir als Nächster? Bei mir als Nächster ist eine ehemalige Chefin von mir, Uta. Uta, servus. Uta, genau. Die Uta hat mich geprägt, hat mich beruflich geprägt, weil sie mir beigebracht hat, dass man nicht alles so persönlich nehmen soll. Und dass man sich fokussieren soll auf das eine, was man jetzt gerade macht, weil ich war immer jemand, der auf 1000 Kirtagen gleichzeitig getanzt hat und immer 1000 Sachen niederreißen wollte. Und sie hat mir einfach beigebracht, Step by Step, mach eins nach dem anderen. Und für das bin ich der Uta sehr dankbar. Ich auch, Uta, danke. Danke, es ist schon, manchmal ist es sehr steil. Ich glaube, die weiß es nämlich gar nicht. Dass wirklich? Sie da, ja, ich glaube, sie weiß es nicht. Hoffentlich schaut sie zu. Liebe Grüße in die Schweiz oder vielleicht jetzt wieder nach Deutschland. Okay. Hm? Bei mir ist es als Nächstes, ich hatte eine furchtbare Volksschullehrerin, furchtbar, die rassistisch war und in Wahrheit pädagogisch absolut wertlos, wenn ihr mich fragt. Aber dafür hatte ich am Gymnasium
Frau Professor Bauer, ich glaube, Sie schon zu. Sie war oder ist eine fabelhafte Professorin. Die hat mich so gefördert. Die hat mir so viel beigebracht. Auch die Liebe zum Schreiben und die Liebe überhaupt zu Medien und zur deutschen Sprache so hart geprägt und somit auch meine berufliche Laufbahn. Frau Professor Bauer, falls Sie zuschauen, you did this. Teilweise. Well done. Mhm. Oh, cool. Bei mir war es eine Volksschullehrerin. Frau Schammel, herzlichen Dank. Ich war nämlich als Kind ein dezentes Energiebündel und konnte mich nicht konzentrieren. Überraschung. Ja. Und diese Frau hat sich die Zeit genommen, mir das beizubringen oder mir die Ansätze beizubringen, mich zu konzentrieren. Eben mit den verschiedensten Dingen. Wir haben manchmal Deutsch-Tests gehabt oder Mathe-Tests und ich habe mir gedacht, das interessiert mich nicht. Ich fange lieber an zu malen. Und die hat sich mit mir hingesetzt, hat mit mir darüber gesprochen, hat mich gefragt, warum ich das mache, hat mir erklärt, warum das wichtig ist, dass ich diese Tests mache und mich konzentriere. Diese Frau hatte einfach einen Draht zu mir und das ist sehr wertvoll gewesen. Ja. Schön. Ja. Wer hat mich noch geprägt? Meine Freundinnen. Ich habe so tolle, tolle Freundinnen. Ich sehe sie nicht alle oft, ich sehe sie alle nicht im selben Intervall, aber es sind alles furchtbar anstrengende Frauen, aber, na oder? Wir sind alle so furchtbar anstrengend. Aber ist jetzt toll. Aber wir sind alle so übertrieben leibend. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich namentlich anfangen sollte. Es gibt die Leni, die Lina, die Cheryl, die Kathi, die Luisa, die Jana. Es sind so viele, die Nancy, die Sabine, es sind so viele tolle, starke, lustige, intelligente Frauen, die so, die für sich selber einstehen und die einfach für was stehen, die Persönlichkeit haben, die mein Leben so bereichert haben. Es ist manchmal furchtbar mühsam, wenn man Freundinnen hat, die so große Persönlichkeiten haben und man selber auch so eine große Persönlichkeit hat. Aber ich würde sie für kein Geld dieser Welt eintauschen und ich möchte keine einzige von diesen leibenden Frauen missen möchten. Das war jetzt schon ein deutscher Satz. Oh je, ich glaube, du musst doch mal mit deiner Professorin sprechen. alles, was sie sagt, ist jetzt großartig. Ich lerne sehr, sehr viel von euch. Das war's? Mehr Frauen hast du nicht in deinem Leben? Just kidding. Okay, es war schlechter. Na gut, wir sehen uns nächste Woche. Macht es gut. Aber danke fürs Zuschauen. Ich bin nächste Woche nicht da. Ah, stimmt, du bist nicht da. Vielleicht macht der Markus alleine eine Folge. Vielleicht aber auch nicht. Hast du dich gerade gefreut, weil ich nicht da bin? Nein. Oh Gott, du wirst nur Playstation spielen und Scheiße essen. Ich weiß es jetzt schon. Schauen wir mal, wir sehen uns nächste Woche. Ich esse Obst und Gemüse den ganzen Tag. Okay, tschüss. Tschüss.